Was macht den Beruf der Schauspielerin aus? Wir sind Geschichtenerzähler. Wir wollen die Menschen emotional berühren. Und das mit vielen Facetten, mit Wendepunkten, mit Überraschungen, mit Mut, mit Furchtlosigkeit. Und heute werden die Besten der Besten hier ausgezeichnet. Sie sind letztens, ich krieg's hoffentlich richtig zusammen, haben Sie gesagt, Ihre Kinder, für Ihre Kinder sind Sie die perfekte MILF. Wie kam es dazu? Ich fand das der Hammer, wie Sie damit umgehen. Ja, das habe ich ironisch gemeint und wie Sie, die meisten haben es auch richtig verstanden. Aber wir haben noch nie so viel über ein Zitat gelacht und manche haben die Ironie, da habe ich die Ironiefähigkeit ein bisschen vielleicht unterschätzt, aber die meisten haben es richtig verstanden. Ja, ich fand es wie immer bewundernswert, weil man kann damit ganz cool umgehen. Wenn wir das Spiel weitertreiben, was muss denn eine perfekte MILF mitbringen aus Ihrer? Seitdem die Zeit am 21. Juni 2016 diesen Begriff salonfähig gemacht hat und aus der schmutzigen Ecke weggenommen hat und gesagt hat, das ist die Definition für eine attraktive Frau jenseits der 40, ist das umgangssprachlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Und die Amerikaner sagen ja auch nicht, wenn sie sagen Fuck, dann meinen sie das ja auch nicht eins zu eins so, wie das Wort das sagt. Und deshalb meinen die das auch genauso, eine attraktive Frau jenseits der 40. Vielen Dank.